Achso, Freunde, Riverdale ist scheiße. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Selina und heute hört ihr die Vögel zwitschern. Wirklich auch keine Vögel, egal. Auf jeden Fall gehen wir heute zu Obi. Ich war so lange nicht draußen, dass die Leute dachten, ich wäre tot. In Obi bauen wir ein Gitter für Tyler und Brownie, weil die sind halt in meinem Zimmer, weil es noch zu kalt ist für Tyler draußen. Und ja, die ist halt in meinem Zimmer und die springt immer raus. Das bedeutet, immer wenn ich aufstehe, sehe ich so zwei Kaninchen bei mir auf meinem Bett. Die habe ich auch einmal in die Nase gebissen, aber das wisst ihr schon. Auf jeden Fall, let's go. Also Freunde, wir sind jetzt in Obi angekommen. Ich habe wirklich das Spinnennetz. Das ist ein Kaugummi. Yeah. Wir sind jetzt in Obi und ja, wir brauchen jetzt erstmal ein Gitter und danach Red Bull, weil ich habe Durst. Gibt's hier Eis? Nö. Run. 12 Sekunden später. Ich wollte das schon immer machen. Ich habe gerade Haare und Seifen und Schlampen verstanden. Ein Pümpel. Und dann. Hä, das funktioniert doch gar nicht. Okay, das war eklig. Warum hat die Kirsche zwei Stiele? Und die auch. Oh nein, die nicht. Soll ich reinbeißen? Nein. Also Freunde, bald ist ja Sommer und ich freue mich so hart auf Sommer, because erstens Hotte Boys ohne T-Shirts, zweitens Eisdielen öffnen, drittens Schwimmbäder öffnen, Freibäder und das Traurige, also das Einzige, was traurig ist, ist, habe ich das gerade ausgemacht? Das Einzige, was traurig ist, ist Eishalle schließt. Und da habe ich keine Hobbys, außer halt Freibad, aber da muss ich immer jemanden finden, der mit mir Freibad geht. Egal, Michelle macht das mit. Achso, Freunde, Riverdale ist scheiße. Okay, vor einer Woche sollte eine neue Folge rauskommen. Was passiert? Ich habe bis heute keine Folge. Und dann lese ich, da steht so, am 28.02. kommt erst wieder eine neue Folge. Ich denke so, Girl, es ist schon schlimm genug, dass nur in einem Monat 4 Folgen rauskommen. Und dann willst du noch eine Folge streichen, dann habe ich in einem Monat nur 3 Folgen. Und das geht so, nein, einfach nein. Okay. Freunde, ich bin Stepptänzerin. Ich habe Kopfschmerzen davon gekriegt. Also Freunde, wir haben Leute gesehen, die halt so ein sexy Gitter haben. Aber jetzt haben die irgendwie das Gitter da vorne nicht. Deswegen müssen wir jetzt in die Gartenabteilung und das ist alles so umständlich, ne? Ich bin doch immer krank. Eggie Egg, Inga. Freunde, das ist Eggie Egg und Alina heißt ja auch Eggie Egg. Also zumindest ist Inga sie Eggie Egg und ich sie Egg. Und deswegen dachten wir, ja, sie hat ja eh kein Boyfriend, deswegen schenken wir ihr das. Ein sympathisches Nachtlicht. Mitfühlend. Freunde, wisst ihr, was traurig ist? Als kleines Kind hatte ich immer solche Papschki, aber ich hatte nie pinke. Ich hatte immer nur blaue oder graue. Ich dachte, du hast pink. Ja, eben deswegen. Ich fand das schön. Ich habe auch noch eine grüne. Solche Schuhe habe ich auch. Nur nicht so groß und nicht so hässlich. Die stinken. Es ist nicht der Teppich. Oha! 8 Euro. Wer ist Selina? Ich kenne keine Selina. Ich kenne nur Bob der Baumeister, Selina. Freunde, wer kann bitte in so einer kleinen Dusche duschen? Bitte, das ist sowas wie richtig. Ah, das sind für Dachbodenwohnungen. Aber trotzdem, das ist so klein. There is my Lippenabdruck. Nice. Ich bin Stepptänzerin. Meldet euch unter selina.co auf Instagram, wenn ihr eine Stepptänzerin braucht. Und jemand, der zwinkern kann. Ich dachte so eine.
Wenn ich zwinker, sieht es so aus, als ich etwas im Auge habe. Okay. Also Freunde, wir haben jetzt kein Gitter gefunden, aber wir haben das Angry Egg gekauft und wir haben Red Bull. Zwar ist eins hier sehr demoliert, aber egal, der Red Bull. Gibt es auf dem Pferdemarkt eigentlich Pferde? Weil ich gehe immer auf den Pferdemarkt, aber ich sehe die Pferde. Warum heißt der Pferdemarkt? Weil du das Pferd kennst. Oh, Freunde, ich habe letztens auf Musical.ly oder auch TikTok eine Dings gesehen, eine Slow Motion, wo jemand sagt, Maggie, Slow Motion. Und dann macht er so sein Handy hoch und dann fliegt es runter ins Wasser. Ich habe so, ey Junge, hast du iCloud Backup gemacht? Wenn nicht, dann... Wenn mein Handy kaputt gehen würde und ich kein WhatsApp Backup gemacht hätte, bei Gott, nee, Freunde, ich hätte mich selbst umgebracht. Wirklich, ich... Nein. Schlimmer als Artikel 13. Ist so. In meinen WhatsApp-Chats sind so viele besondere Sachen, aber auch so viele Sachen, die ich gegen Menschen verwenden kann. Und wenn es alles weg ist, dann... Freunde, wie alt seid ihr eigentlich? 3. Nein, stelle ich mir gerade wirklich vor, weil die meisten, die mir auf Insta schreiben, sind meistens so 12, 13. Okay, oder ältere Jungs. Bei Jungs sind es immer irgendwie ältere. Jetzt ist mir ein Vogel gezwitschert da. Auf jeden Fall, heute war Dada in der Stadt bei uns. Nur die liebe Selina konnte halt nicht, weil sie noch geschlafen hat. Nein, sie musste aufräumen und lernen. Du hast nicht aufgeräumt und du hast auch nicht gelernt. Psst, Alter. Das muss niemand wissen. Aber meine Freundin Clara hat halt für mich unterschreiben lassen. Aber er hat meinen Namen mit S geschrieben. That was not so nice. Zurück zu Riverdale. Ich liebe Riverdale echt über alles, Freunde. Das ist so gorgeous. In Riverdale ist mein Lieblingscharakter definitiv Jughead und Betty. Die sind beide so gorgeous zusammen, ne? Und das Ding ist halt, die sind auch in echt zusammen. Also er hat einmal nicht gesagt, ein Bild gepostet oder was, Betty. Einer von beiden auf jeden Fall ein Bild gepostet, wo sie sich küssen und geschrieben haben, meine wahre Liebe oder so. Das war so süß, ne? Die ganze in meiner Riverdale-Gruppe. Das war... Das ist eine Riverdale-Gruppe? Ja, ich bin in 2, 3 Stück drin. Das ist immer so schön, wir schicken da mal so schöne Edits rein. Und ich bin so, oh mein Gott, wenn ich Jughead's Edits sehe, ne? Das ist so schön, ich fange einfach an zu schreien. Ich liebe Jughead echt über alles. Ich bin leider nicht die Einzige. Er hat noch andere. Und Freunde, ich bin nicht so der Archie oder halt auch Veronica-Fan. Ich glaube, sie ist ein Bachi zusammen oder so. Aber ich glaube, Veronica ist in echt mit so einem anderen Typen. Ich glaube, mit dem sie dieses ihr Restaurant da führt, ist sie doch zusammen, oder? Also im echten Leben. Glaube ich zumindest. Stimmt das? Schreibt es doch in die Kommentare. Ich weiß gar nicht seinen Namen nicht, aber der macht auch bei ihrem Restaurant mit. Der wurde angegriffen von den, von diesen, wie heißen die? Lamas. Nein. Von nicht Blackwood. Blackwood ist Dings. Blackwood, Freunde, ich spoilere euch jetzt alle. Der Vater war Blackwood. Der hieß doch Blackwood, glaube ich zumindest. Egal, das war der Vater. Der Vater ist jetzt in einer Anstalt für gefährlich, glaube ich. Weil er hat voll viele Menschen umgebracht. Aber ich glaube bis heute nicht, dass es er war. Ich glaube es einfach nicht. Ah, und der Gargoyle-König war, wie heißt der? Der Große da. Der Rothaarige mit dem hässlichen Bart. Der auch bei Southside war. Ach, vorne war es da die Northside oder Southside? Also ich bin wirklich Southside, weil... Hallo, Jacket ist da, Betty ist da, Cheryl ist da, alle sind da. Ich gehe jetzt gleich auf den Pferdemarkt mit meiner Freundin, besten Freundin, bevor die jetzt sauer wird. Und ich glaube, wir werden zuerst essen. Wenn ich Hunger und sie ist angepasst auf mich. Und wenn ich ihr Essen gebe, dann ist sie wieder glücklich. Logik von Mädchen. Also von der Alina will das Geschenk nicht. Ich behalte es jetzt ein sympathisches Nachtlicht. Selbst von Alina. Ja, ich gehe jetzt in die Stadt. Gute Nacht, wenn ihr jetzt schlafen geht. Adios.